Hallo Leute, heute ist es mal wieder soweit. Der Shop hat sich aktualisiert. Der aktualisiert sich ja jetzt alle 2 Tage, deswegen gehen wir schnell mal rüber. Und wir sehen bei den Angeboten, dass der Mausekönig da ist. Von der Hose her erinnert er mich so ein bisschen an den Narren und an den Gaukler. Aber 4500 Kudos, ja, her damit. Dann das Oberteil in seinem Gewand und seinem Cape hinten. Holen wir uns auch. Dann haben wir hier ein legendäres Muster, Schneesturm. Erinnert mich so ein bisschen an Mineralwasser oder ein Getränk, was sprudelt. Aber ich finde das nice, mit der Farbe vor allen Dingen. 3 Kronen holen wir uns. Gehen wir runter zu den normalen Dingen, haben wir die Farbe Steinzeit. Dann das Muster Geborsten. Die Farbe Geisterpirat. Den Spitznamen Greifer. Das Muster Herzen. Und das Muster Wellen. Boah, wir sehen uns lieber um. Und da ist jetzt hier mein Mausekönig. Bin mal die Gesichtsfarbe gegeben, damit die ähnlich zur Hose und auch zur Krone ist. Dazu habe ich so ein Pullover-Oberteil genommen. Hat ja sogar Haare an den Händen. Dem würde ich dann mal auf Kronenjagd gehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich ihn mal kurz mit zum Battle Pass nehmen. Und euren Fokus mal links oben hinrichten. Da, wo steht, endet in 35 Tagen. Das heißt, wir haben jetzt bald die Hälfte geschafft. Und das bedeutet auch, dass demnächst ein Mid-Season-Update kommen sollte. Wenn ein Mid-Season-Update kommt. Erste Leaks zeigen, es gibt ein Mid-Season-Update. Update 3.5, es hat noch keinen Namen. Aber es ist schon einiges geleakt worden. Unter anderem gibt es ein neues DLC-Paket mit 3 neuen Skins. Und die seht ihr hier. Haben wir zum einen links die Ballerina. In der Mitte haben wir die Regenbogenfee und rechts haben wir den Nussknacker. Sehen schon sehr interessant aus. Schade, dass die im DLC-Paket kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder 4,99 € kosten wird. Aber ich hätte die schon lieber im Shop gesehen. Ich finde vor allem die Fee und auch den Nussknacker echt klasse. Hätte ich mir schon selber geholt. Mal gucken, ob ich mir das dann im DLC-Paket holen werde. Credits gehen diesmal raus an CrankyFG für seine Arbeit, die er gemacht hat, um die ganzen Informationen herauszufinden. Schaut doch einfach bei ihm auch mal vorbei auf der Seite und unterstützt ihn. So, das war's von mir für heute. Ich denke, wir können in den nächsten Tagen wieder mit mehreren Informationen zum Mid-Season-Update rechnen. Also bleibt up to date, aktiviert die Glocke, abonniert mich, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Macht's gut, bis dann, ciao!